Schönen guten Abend, Team Nachtaktiv. Na, seid ihr noch wach? Wer ist wach? Bleibt mal ein bisschen wach. Richtig nice Thema und euer Lieblingsthema, Leute. Live-Event. Zerstörungswaffe, I.O. Homestay-Gerät. Nur noch 3 Wochen bis zum Season-Ende und so langsam geht der Kampf auch in die letzte Phase mit den 7 und der I.O. Die 7 sind jetzt bei Tilted Towers und drängen die I.O. zurück und die I.O. macht sich bereit für den Gegenschlag. Das neue Doomsday-Gerät, Midas-Gerät oder das Gerät, der Gerät, wie auch immer ihr es nennen wollt. Es ist eine krasse Vernichtungswaffe gerade im Aufbau und die I.O. wird es schon bald starten. Und ihr wollt wissen, wann, wie, wo und wie es aussieht? Ich erkläre es euch in diesem Video. Der aktuelle Stand, der Kampf um Tilted Towers ist ja gerade dabei. Tilted Towers ist ja schon ein bisschen zerstört, aber es wird noch mehr zerstört sein. Übrigens, falls ihr euch gerade wundert, Hubschrauber gibt es aktuell an 2 Orten. Einmal dort und einmal dort. Bei den 7 Außenposten, andere werden noch folgen, ne? Dann sollte es auch noch an anderen Orten respawnen. Je nachdem, wie die Goldfinanzierung ist. Aber der Kampf geht ja hier erstmal hier so weit weiter, ne? Mit der I.O. und den 7. Nächste Woche, wenn das nächste große Update rauskommt, das... Ah ja, so sieht das also aus. Nächste Woche ist ja ein kleines Content-Update dran, ne? Jede zweite Woche zwischen den großen Updates kommt ja ein kleines Update. Ne, dort wird der Kampf um Tilted Towers zu Ende sein. Und dabei wird auch tatsächlich dann noch weitere Gebäude kaputt gehen. Unter anderem das Meme-Gebäude, das hier. Ne, und das Gebäude da hinten. Und die 2L-Gebäuden. Woher man das weiß? Ganz einfach. Und zwar, wenn man im Replay einfach mal da reinspringt. Ne, jedes Gebäude, was eigentlich stand bleibt und nicht verändert wird, hat das Modell ganz normal geladen. Die Gebäude aber, die das Modell verändert bekommen, sehen dann so aus, wie so ein Klotz, ne? Auch hier der eine Wachturm, logischerweise der I.O. Hier der Wachturm geht auch kaputt und das Meme-Gebäude logischerweise auch. Und natürlich auch der Zeppelin. Der wird dann auch nochmal abstürzen. Und der Zeppelin wird dann hier in den See fallen. Und das Ganze sieht dann auch ungefähr so aus. Ist jetzt, denke ich mal, nichts super Krasses. Diese Gebäude, die ihr hier seht, wie gesagt, da wird das einfach nur das Modell ausgetauscht. Manche werden vielleicht kaputt aussehen. Andere werden vielleicht mit Logos der 7 oder so ausgestattet sein, ne? Statt der I.O.-Bannern, die wir jetzt haben und so weiter. Also mit diesen Gebäuden könnt ihr noch rechnen, dass sie sich verändern. Die werden hier auf jeden Fall kaputt gehen, das weiß ich. Diese 2L-Gebäuden, weiß ich nicht, wie die aussehen, könnten auch kaputt werden oder durch die 7 übernommen werden. Auf jeden Fall wird da Änderung drin sein. Und nachdem der Kampf vorbei ist, kommt dann das nächste und letzte große Update in 2 Wochen circa. Und dann bleibt nur noch der Bereich über hier Command Cavern und die Festung, die die I.O. besitzt. Und die geschlagen jetzt zum Gegenangriff und bereiten ihre neue Doomsday- und Weltuntergangswaffe vor. Und dazu gibt es ein paar nice Dialoge. Und zwar die Aufgaben für Woche 8. Dort werden wir wieder einige Aufträge erledigen, die auch sehr, sehr interessant sind. Unter anderem von Jones rund um die Imaginierte. Ne? Und da ist eines der interessanten Voicelines, was ist das hier? Background, you know, right? I can help. A little. I could use a little post-party debrief to clear my head. I'm concerned I got a little festive last night. And I... Da redet er gerade nur darüber, dass die Party letztes Mal ziemlich heiß war und so weiter und dass er jetzt ein bisschen entspannen möchte, nichts Wildes. I have a distinct memory of bragging to the imagined about, you know, all the secret I.O. stuff that I know. Is it weird that she wanted to know so much about how their files... Und jetzt erzählt er von wegen, dass er bei der Imaginierten immer damit angibt, was für krasse Super-Secret-Geheimnisse er von der I.O. weiß. Und die Imaginierte fragt ihn immer wieder an für ihre Vergangenheit. Ne, was in ihrer Vergangenheit, wer sie ist und so weiter. Das funktioniert, answering my own question. Yes. Yes, it is. I think the Imagine told me something important last night. What was it? Think. No, no. Oh, ow. Stop thinking. Da erzählt er jetzt zum Beispiel, dass die Imaginierte ihm irgendwas letzten Abend sehr Wichtiges erzählt hat, er es aber vergessen hat, weil die Party einfach zu wild war. Und jetzt versucht er nachzudenken und oh, ne, da will er sich lieber nicht dran erinnern. Also, was auch immer das für eine Party war. Fortnite? Respekt, also, die schmeißen anscheinend gute Partys. Jetzt kommt's. Ignorance. Oh, that's a place to be. That's it. The Imagine said she's sick of not knowing who she is. So, und da ist es. Die Imaginierte ist satt, dass sie nicht weiß, wer sie ist. Also hat sie ihre Erinnerung verloren? Oder was ihre Vergangenheit ist? Laut ihrer Charakterbeschreibung steht da ja, ne, dass die Vergangenheit von ihr der Schlüssel zum Sieg ist. Scheint aber sich nicht ganz so dran zu erinnern. Ne? Und jetzt, wo wir wissen, dass die zweite Schwester auch der Orden heißt,
gehören die zwei ja anscheinend, gehören die sowas wie der imaginierte Orden oder imaginierte und Orden. Hängt ja irgendwann irgendwie mit der I.O. zusammen und irgendwie, dass die dort gearbeitet haben und deswegen diesen Namen von den Sieben bekommen haben, aber eigentlich ja die I.O.-Agenten waren. Vielleicht. Hören wir mal weiter. Every time she looks for answers, it's like someone is one step ahead of her. Und jedes Mal, wenn sie nach Antworten sucht, ist einer immer einen Schritt weiter und blockiert sie dabei. Hören wir weiter. Made what I thought was like a hilarious joke that upon further reflection makes me want to stop thinking about this entirely. So, und wenn wir das Ganze kombinieren mit den Voicelines, die wir diese Woche bekommen haben, dass die gesamten Informationen rund um die Schwestern gelöscht wurde, ist das schon sehr, sehr sassy mit Sassy Backer Soße, Leute. So, das sind die Voicelines von Jones, aber der Ursprung hat auch nochmal ein paar Dialoge. Und die hören sich wie folgt. Attack the paradigm. I knew I couldn't trust you completely. Irgendwas mit dem Paradigma und er sich weiß, dass er ihr nicht vertrauen kann. Said, I've listened to the paradigm's message. If she's right, if she really has detected energy fluctuations with that signature, we're in dire straits. So, und da sagt er, ne, wenn das Paradigma wirklich recht hat mit den Messungen, die die gemacht hat, dann, und das mit einer ziemlich besorgten Stimme, dann sind die gerade ganz schön schlecht dran. I need you to pick up a sensor backpack and go to Loot Lake. Confirm or hopefully. So, und dann kriegen wir die Aufgabe, dass wir zum Loot Lake gehen sollen und dabei einen Sensor-Rucksack bekommen, der ungefähr so aussieht. Ich blende euch den mal ein. Da kriegen wir einen speziellen Rucksack, der wird dann auch rumpiepen und dann laufen wir in dem See rum und müssen Messungen für das Fundament machen. Nicht Fundament, für den Ursprung machen, um das Ganze zu bestätigen, was Paradigma anscheinend geschrieben hat. Refute her findings. Got it. That's not good. Oh ja, hört ihr das? Das ist nicht gut. Was auch immer wir für Messungen gemacht haben, die gleichen die Paradigma anscheinend und das Ganze bestätigen und der Ursprung ist besorgt. Someone get the scientist in here now. Und jemand soll den Wissenschaftler genau jetzt ranholen. Und er sieht übel aus. Trouble. Big trouble. Wir sind in ne? Und wir sind in Trouble. Sehr großen Ärger. Oh, da baut sich was auf, ne? Also, was auch immer da im Loot Lake gemessen wird, es scheint wohl richtig, richtig böse zu sein. Wir wissen, dass Jones erzählt hat, ne, dass Loot Lake bzw. die I.O. eine ganze Weltuntergangsabteilung hat und Weltuntergangsgaraffen baut. Und wir können vielleicht schon tatsächlich sehen, wie das Ganze aussieht. Und zwar, von der zweiten Schwester gibt es einen Ladebildschirm. Und in diesem Ladebildschirm sehen wir gerade, wie sie sich eigentlich ein bisschen herumschleicht. Und wenn wir dann unten links gucken, sehen wir Dr. Sloan. Und in ihrer Hand hat sie wieder ein kleines Hologramm. So ähnlich schon tatsächlich wie zum Trailerstart. Und nein, es ist nicht das gleiche Hologramm wie zum Trailerstart. Wenn wir uns den Trailer anschauen, ne, wo sie tatsächlich das ganze Bauen deaktiviert hat, sehen wir dort nur so ein kleines Gebäude, so ein kleines One-by-One mit einem kleinen Dach drauf. Das ist wirklich nicht wirklich riesig oder sowas. Aber wenn wir diesen Ladebildschirm anschauen, sehen wir bei Dr. Sloan in der Hand eher einen größeren Turm. Etwa ein bisschen höher geht und ein bisschen spitz zuläuft und nicht wie nur so ein kleines Häuschen ist, wie wir das da so gesehen haben im Trailer. Ne? Und das könnte tatsächlich schon der allererste Blick für das Doomsday-Gerät sein und was auch dann Richtung Live-Event gehen könnte. Logischerweise wird das nicht 1:1 das gleiche Gerät sein, was Midas in Season 2 benutzt hat. Er hat das ja benutzt, um die Schleife zu durchbrechen und die I.O. wird irgendwas anderes benutzen. Es heißt nur beides Doomsday, weil beide soll, angeblich die Welt untergehen soll. Die I.O. hat er da aber irgendwie einen anderen krassen Turm gebaut und was auch immer das für ein krasser Turm sein soll. Wenn wir uns diesen Ladebildschirm halt anschauen, habe ich mir dann gedacht, komm, stellst du das Ding mal da und ne, ungefähr so könnte dann das Doomsday-Gerät aussehen und das Live-Event, wenn es dann nachher hier letztendlich eines in dieser Season gibt, ist jetzt noch schwer zu sagen. Dazu brauchen wir jetzt das nächste Update, das nächste große Update, was in 2 Wochen rauskommt. Dort wird es dann entweder Dateien geben oder nicht. Oder es ist genauso wie die Erdbeben, dass es eine Überleitung ist für Season 3. Aber nichtsdestotrotz, ein Gerät wird kommen. Und es wird auch Blitze abschießen. Das wissen wir ja auch. Ne? Das wissen wir auch schon aus den Spielerteilen. Es gibt Effekte, da wo tatsächlich dann Blitze herauskommen sollen aus diesem Gerät. Und jetzt wird's knusprig, Leute. Nicht nur die ganzen Gratis-Items durch FNCS und die Comics, die jetzt noch rauskommen und so weiter. Übrigens, die Comics, ne, wenn ihr die kaufen wollt, um die ganzen neuen Skins zu bekommen, die mit den Comics kommen, der Link in der Videobeschreibung. Und wir haben auch aktuell einen gigantischen Shop. Endlich Scarlet Witch und Wanda im Shop drin wegen dem Film.
Sieht mega nice aus, der Skin, auf jeden Fall. Eine von vielen, die aktuell im Shop rumgeistern und eine von vielen, die auch noch in Zukunft rauskommen. Zum Beispiel Obi-Wan. Wird wahrscheinlich so 2-3 Wochen noch dauern. Ihr könnt aber trotzdem schon mal gerne eintragen, Leute. Wenn ihr euch jetzt Wanda holt, Omega-Ritter wegen einem Level-Up-Skin oder was auch immer, gerne Creator-Code. Hey, Stunny. Und wenn ihr jetzt noch euch definitiv informieren wollt, was alles mit dem Lichtschwert möglich ist, solange es noch geht, auf der rechten Seite einmal klicken und anschauen. Dort ist es verlinkt. Ein Like-Button für den Algorithmus, Abo-Button und Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Dann gebt mir Flosse. Flapp.